Guten Abend, Bürgerinnen und Bürger. Guten Abend. Guten Abend, Bürgerinnen und Bürger. Herzlich willkommen hier im Kanzleramt an der Pforte D. Und tschüss. Wiedersehen. Ja, machen Sie es gut. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tut mir leid. Das Kanzleramt ist heute wegen Eröffnung geschlossen. Ja, wir haben Europawahlkampf. Und die heiße Phase wird heute mit einem kalten Buffet hier eröffnet und einem 29-Gänge-Menü hier im Bundeskanzleramt. Das ist eine alte christliche Tradition, nicht? Bevor im Jahre 33 unserer Zeitrechnung hinter einem Jesus von Nazareth ein Kreuz gemacht wurde, hat er erstmal alle seine Getreuen zu einem Abendmahl versammelt. Das ist heute auch so, aber mit dem Unterschied, Angela Merkel, die Jesusi von Templin, versammelt hier die EU-Ministerpräsidentin. Natürlich sind das alles ältere Herrschaften. Die bei Jesus waren ja jünger. Und einer von den Jüngern, ein gewisser Judas, hat ja Jesus verraten, indem er ihn küsste. Das hat sich auch bis heute durchgesetzt. Nur der Kuss ist in der Körperhöhe nach unten gewandert, während Judas Jesus noch auf die Wange geküsst hat. Und Gorbatschow, Honecker auf den Mund, küssen die Regierungschefs der EU-Staaten, Frau Merkel, die Füße. Beide. Also die Entwicklung geht vom Judaskuss über den Bruderkuss zum Couscous. Judas bekam für seinen Verrat 30 Silberlinge, das wissen Sie. Er gierte nach Geld. Das ist heute der Fiskus. Aber gut, das ist nicht so. Guten Abend, Herr Frommi. Ja, was ist denn, Herr Frommi? Was ist los? Was ist? Herr Böll. Ja, was ist denn? Mein Gott, Sie sind ja noch gar nicht umgezogen. Wie umgezogen? Nach meiner Kenntnis zieht das Kanzleramt nicht um. Wir haben heute geschlossene Gesellschaft. Ja, nicht nur heute. Herr Frommi, die Jacke hatten Sie aber lange nicht an, oder? Aber das kenne ich. Je länger meine Jacken im Schrank hängen, desto enger werden sie. Ist komisch, oder? Herr Böck, das Catering steht im Stau. Die Catering steht im Stau. Ist das nicht die Ministerpräsidentin von Lettland? Catering, wieso sagen Sie das Catering? Ach, ist die divers? Also bitte, jetzt nicht das Niveau von Kramp-Karrenbauer. Naja, ich bin nun mal eine Krampensau. Nein, Herr Böck, das Essen wurde angeliefert, aber das Personal fürs Catering steht im Stau. Na und jetzt müssen wir beide einspringen. Befehl von ganz oben, vom Kanzleramtsminister. Wir beide müssen da einspringen? Ja, also los, wie bitte. Jetzt ziehen Sie hier die Jacke an. Ist das aus einer Kleiderspende von Peter Altmaier? Sie wachsen da schon noch rein. Ja. Obwohl. Was? Was ist jetzt vor Wien? Wir beide sollen Kellner spielen? Ja. Alles hat seine Grenze. Ja, deswegen heißt es ja Obergrenze. Da denke ich drüber nach. Das ist nicht witzig, muss ich Ihnen sagen. Ich mache denen da drin nicht die Saftschubse. Aber sehen Sie es doch mal positiv. Da sind wir die Einzigen, die den Politikern das Wasser reichen können. Dass sie dann in Wein verwandeln. Ja. Und umgekehrt. Ein kluger Mann hat mal gesagt, Politik ist die Kunst, den Menschen so ans Bein zu pinkeln, dass sie das Gefühl haben, sie hätten sich das schon immer gewünscht. Das haben Sie gesagt? Nein, das war Ihre Wortwahl. Meine Worte? Was wollte ich uns dann denn damit sagen? Ja, wahrscheinlich, dass die Europapolitik nichts mit Essen zu tun hat, sondern mit Brüssel. Mit Trinken. Wir machen hier nur die Getränkekellner. Ach Gott, da wird schon der erste Gang serviert. Was gibt's denn? Ja, wie immer Wahlessen. Entweder die EU-Ministerpräsidenten essen und schlucken das, was die Merkel auftischt, oder sie schlucken es nicht. Wahlessen eben. Was gab's denn? Was Sie gemacht haben? Was haben die gemacht? Wie immer Brühe, jede Menge Brühe. Ich meine, was haben Sie denn angerichtet? Schaden. Was haben Sie kredenzt? Ach so, Haifischflosse an Lorbeerkranz. Ich würde sagen, dazu passt ein Weißwein. Ja, welchen Weißwein würden Sie anlässlich der Europawahl empfehlen, Herr Frohn? Das kommt ja ganz drauf an, ob die feiern wollen oder vergessen. Gröver Nacktarsch. Nee, grüner Feldliner. Grüner White Wine to the Soup. Ja. The same position as every year.
Servieren wir auch Flaschen? Ja, wir bedienen jeden. So. Und jetzt rein da, Herr Bölk. I'll do my very best. Ja, ich kümmere mich. Herr Frohwien, wussten Sie, dass der Politiker zu 90% aus Wasser besteht? Na, jeder Mensch ist zu über 90% flüssig. Dann sollten wir beim Abfüllen der Politiker ganz vorsichtig sein. Über 101% wird der Politiker überflüssig. Sag Ihnen was, wenn Politiker sich selbst für überflüssig erklären, dann werde ich sehr, sehr misstrauisch. Ich meine, das ist doch schon irre, wer sich da jetzt an Politikern alle ins EU-Parlament wählen lassen will. Ja? Politiker, die dann das Parlament, für das sie gewählt wurden, am liebsten sofort abschaffen würden. Das ist ja gerade so, als wäre, würde Kevin Kühnert für die FDP kandidieren. Hm? Ja, aber da war Marx schon ehrlicher. Also jetzt nicht Karl Marx. Ich heiße ja nicht Bölk. Nein, sondern der Komiker Groucho Marx. Der hat gesagt, der Verein, der mich als Mitglied akzeptieren würde, in dem würde ich doch nicht mitmachen. Hm? Na, da sind die Rechten natürlich absolut skrupellos. Und egal, ob es jetzt die AfD ist oder die PiS-Partei in Polen oder die FPÖ in Österreich. Nein, wenn die jetzt zu stark werden, dann wird aus den Diäten dieser Parlamentarier eine Magersucht fürs ganze Parlament. Und am Ende droht der Exitus. Na klar, das kann man doch in den Nationalparlamenten schon sehr schön beobachten. Ich sag nur Ungarn, Viktor Orban. Na, weil der für die Rechtspopulisten dahinschmilzt, deswegen hat doch die Europäische Volkspartei die Mitgliedschaft von Orbans Fidesz-Partei auf Eis gelegt. Ja klar, kann sich jemand noch daran erinnern, dass der, den österreichischen Konservativen der ÖVP mal dasselbe Schicksal gedroht hat? Bei 2000 bei der ersten Koalition mit der FPÖ? Ja, heute redet da keine Sau mehr von. Nein, heute kopulieren die wir munter miteinander. Und der schneidige Kanzler Sebastian Kurz, der duckt sich bei jedem Tabubruch seines Koalitionspartners weg. Die Temperatur sinkt. Orban liegt auf Eis und Sebastian Kurz im Kühlfach. So wird K&K wiederbelebt. Als schwarz-braunes Sorbet. Herr Frohwien, einigen Österreichern ist der Veltliner zu grün. Ja, dann servieren Sie ihnen Cola. Die ist ordentlich braun. Ja? Sagen Sie mal, ist dieser rechtsextreme Rülpser eigentlich auch da drin? Dieser Innenminister von den Ösis, dieser Kickel? Ja? Ja, der sitzt direkt neben der Merkel, aber rechts. Na ja, da gehört er ja auch hin. Der Kickel hat ja mal gesagt, er möchte Flüchtlinge in seinem eigenen Land konzentrieren. Ja, deshalb wollen die Österreicher bei dieser Gasleitung da Nord Stream 2 mitmachen, damit sie die Flüchtlinge gleich an diesem konzentrierten Ort versorgen können. Ich bringe denen die Cola. Mhm. Sigmund Freud, der muss den Kickel auch schon gekannt haben. Freud hat gesagt, der Verlust des Schamgefühls ist das erste Zeichen von Schwachsinn. Und ich meine, der Kickel ist ja nicht allein. Nein. Auch die Sozialministerin von Österreich, die Hartinger Klein, die träumt ja von einer Arbeitspflicht für Flüchtlinge. Wahrscheinlich ist sie deshalb da drin, um mal ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Weil Arbeitsdienst, Arbeitspflicht, Sklaverei, das wird in Deutschland ja in einem Wort zusammengefasst. Paketbote. Herr Frohwien, die Hartinger Klein hat auch gesagt, was sie mit Arbeitspflicht meint. Die Flüchtlinge sollen eingesetzt werden als Erntehelfer und im Kampf gegen den Borkenkäfer. Was sollen die bekämpfen? Borkenkäfer ist das Codewort für die Grünen. Und Erntehelfer deswegen, weil die FPÖ-Spitze hat wahrscheinlich erfahren, dass Glyphosat krebserregend ist. Ach, verstehe. Dann ist Glyphosat das Zyklon B für den kleinen Mann. Wenn das der Führer wüsste. Ich meine, von der FPÖ, nicht? Der HC Strache, der sitzt auch da drin. Echt? Am Tisch? Nein, unterm. Ah, verstehe. Weil die Merkel wieder nicht wusste, wohin mit ihm. Hm? Neulich hat die Frau Merkel zu mir im Dienstwagen gesagt, sie würde ja dem Strache am liebsten einen Platz in einer Berliner Kunsthochschule anbieten. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Da habe ich zu ihr gesagt, ach Mensch, Frau Merkel, machen Sie es doch einfach. Schenken Sie einfach einen VW-Phaeton. Also so einen, wie der Haider hatte.
Wissen Sie, was Sie, die Deutschen, wirklich bräuchten, wäre ein ordentliches Feindbild, auf das sich alle einigen können. Ein Feind, auf welchen die da oben genauso hinunterzutreten vermögen, wie die da unten raufzuschimpfen. Ein Feind sowohl für Menschen mit Bildung als auch für die mit Abitur. Ich lüge ja vor ein Nachbarland, weil dann hat man's nicht weit, falls es einmal zum Krieg kommt und es herrscht dasselbe Klima. Das heißt, man weiß im Vorhinein, welche Kleidung man mitnehmen muss. Nur haben sie sich's in Europa verscherzt, weil sie ja überall einmarschieren mussten. Sogar in Polen. Das will man doch geschenkt nicht haben. Aber sie hatten den perfekten Feind, den Franzosen. Ein Volk, das zu hassen von guten Manieren zeugt. Frankophobie ist so alt wie die Menschheit. Wie heißt es noch im zweiten Buch Mose? Und über das Ägyptenland zogen Heerscharen von Fröschen. Und diese Frösche lockten die Franzosen an, welche die Ägypter plagten, indem sie betrunken und unfreundlich waren und Filme drehte, die niemand verstand. Ohne die Feindschaft mit den Franzosen gäbe es Deutschland überhaupt nicht. Dann wären sie heute noch ein bastardiöser Wolperdinger, voller wundbrandig vernähter Großherzog und Fürstentümer, weniger ein Flickenteppich, den föderale Schuppen flechte, hier und da patriotische Pusteln auf einer sonst eine größen Nation, wo man Analverkehr sublimiert, indem alle Speisen in Därme gestopft werden. Ja. Das hat prächtig funktioniert mit den Franzosen. Doch leider ist Deutschland völlig beziehungsunfähig, was langanhaltende Feindschaften betrifft. Sie leben ja da und in einer Art serieller Polyphobie. Und wen hasst jemand wie der Deutsche, der sich nicht binden und festlegen will, der nur die schnelle Hetzjagd wünscht, den unverbindlichen Pogrom, Reichskristallnacht, One-Night-Stand und vor dem Frühstück wieder weg? Den Flüchtling. Ein vagabundierendes, treuloses Wesen, das weg will, sobald man mit Abschiebung droht. Sie bräuchten einen Feind, der konstant und konkret ist. Doch heute wechselt ja ein jeder täglich viermal das Geschlecht, fünfmal die Herkunft und sechsmal den Glauben. Wobei Glaubensgemeinschaften sind sowieso ein schwieriger Feind. Buddhisten, davon gibt's zu wenig. Muslime, davon gibt's zu viel. Christen sind zahlenmäßig gut, doch wer im Leiden einen Sinn sieht, den macht zu quälen keinen Spaß. Der Feind muss überdies ein Fremder, darf aber keinesfalls Exot sein. Wir alle wissen, wie viel einfacher es ist, eine Katze zu treten als einen Koala. Ja, man hasst nie den, der völlig anders, doch stets den, der einem ähnlich. Sie haben die Juden drangsaliert und mit den Japsen sich verbündet. Warum? Sehen Sie sich echte Deutsche an. Wie viele haben krumme Nasen? Doch kein einziger hat Schlitzer. Ja? Wären Sie wahrhaft fremdenfeindlich, dann hassten Sie die Eskimos weitaus mehr als jeden Schwarzen. Der Schwarze handelt mit Drogen und belästigt gern Weiber. Gelüste, die man nachvollziehen kann. Eskimos hingegen, das sind Menschen, die bauen ihre Häuser aus Schnee. Wenn ich bei denen einbrechen will, pinkle ich einfach gegen die Hauswand. Also, ja. Gut, um das zu rekapitulieren, Sie brauchen einen Feind, der einen festen Wohnsitz hat, ein gutes Bruttoinlandsprodukt, weil sonst macht Krieg für ihn keinen Spaß, und der Ihnen ähnlich ist. Was ich damit sagen will, wollen's nicht wir noch mal miteinander versuchen? Ich meine, nur um der alten Zeiten willen, ja? Wissen Sie noch? Schlesien oder damals König Kretz? Ich weiß, wir haben unsere Gemeinsamkeiten, aber die können wir überwinden. Da bin ich mir sicher.
Wer war das denn? Österreichische Delegation. Oh, ich werde immer misstrauisch, wenn sich Österreicher in die deutsche Politik einmischen. Stimmt, damit hatten wir Deutschen ja in Deutschland nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Ja, historisch gesehen. Historisch. Ja. Sagen Sie mal, wie ist denn die Stimmung da drin? Wie Butter. Ausgelassen. Ach. Besonders am Katzentisch. Was? Ich denke, die tafeln alle in einer Runde. Nein, die Briten haben sich doch selber aus der Runde geworfen. Hm? Für die ist das Abendmahl so eine Art Henkersmahlzeit. Ja. Obwohl, die müssen ja jetzt das EU-Parlament noch mal mitwählen. Ja, das muss man sich vorstellen. Die wählen ein Parlament, das bei der Hälfte der Wähler irgendwie am Arsch vorbeigeht. Ja, aber es ist doch in Deutschland immer dieselbe Scheiße. Ich meine, an einer Europawahl, da beteiligen sich maximal 50%. Das glaube ich, 50%, das ist zu viel. Ist nur jeder Zweite. Jedenfalls sollten die Briten überhaupt nicht mitwählen. Nach der Europawahl einfach leere Stühle ins EU-Parlament, fertig. Aber das würde doch gar nicht auffallen. Haben Sie sich so mal eine Debatte im EU-Parlament angeguckt? Ich meinte, da Ödnis, nur leere Reihen. Ja, ich kenne da Pfarrer in diesem Land, die würden sich bei solcher Auslastung aber die Finger letten. Ja, stimmt. In den Kirchen sitzt oft auch nur noch eine Handvoll Leute. Und die sind dann so uralt, denen müssen sie die Bibel nicht mehr vorlesen. Die haben sie miterlebt. Ich finde es richtig. Ich finde es richtig, dass die Briten am Katzentisch sitzen, was sich die britischen Parlamentsabgeordneten geleistet haben. Das war doch peinlich, oder? Jedes Mal, bei jeder Sitzung, das war so peinlich. Die sind so runtergekommen, da bekommt das Wort Unterhaus eine völlig neue Bedeutung. Die sind ja auch wirtschaftlich am Ende. Haben Sie gehört, sogar ein neuer James Bond soll jetzt gespart werden? Ja? Ja, der neue James Bond, der jagt nicht mehr im Aston Martin durch die Karibik und durch Nizza. Nein, der juckelt auf dem Klapprad durch Lappland und Suhl. Und wenn nach dem Brexit Britannien total verarmt ist, dann sehe ich schon die Schlagzeilen der britischen Presse. Queen klaut bei Kick. Da muss sie aus dem Buckingham-Palast raus und rein in eine Kellerwohnung. Ja, aber Kellerwohnung mit Balkon. Sie muss ja noch nach draußen winken. Oh, jetzt kommt der Hauptgang. Da brauchen wir Rotwein. Sind Sie sicher, dass wir Rotwein nehmen sollen? Ja. So einen roten? Ich habe jetzt gelesen, zwei Dinge sind in Europa vom Aussterben bedroht. Sozialdemokraten und das Schamhaar. Ja, mir wäre es ja auch lieber, es würden andere Spezies in Europa aussterben. So jemand wie dieser Innenminister in Italien, ja? Herr Salvini. Ein Typ, neben dem sogar Silvio Berlusconi sympathisch wird. Also, das muss man doch erstmal hinkriegen. Egal, was in Italien schiefläuft. Für den Salvini sind immer entweder die Flüchtlinge schuld oder die EU. Ich meine, der ist so schamlos, als in Genua die Brücke eingestürzt ist. Da hatten die 42 Toten noch nicht geborgen. Da hat der Salvini schon gewettert, schuld an diesem Einsturz seien die Stabilitätsregeln der EU. Weil dadurch Italien kein Geld mehr für die Sicherheit der Autobahnen hatte. Das ist eine solch dreiste Lüge. Wirklich. Und hier, der Koalitionspartner von Herrn Salvini, dieser Oberclown, Beppe Grillo, der hat ja immer gesprochen vom Märchen der einstürzenden Brücke. Ja. Aber als die EU 2018 8,4 Milliarden Euro Geld für die italienischen Autobahnen freigegeben hat, davon alleine 4 Milliarden für eine neue Brücke in Genua, ja, da haben Herr Grillo und Herr Salvini aber gerne die Hand aufgehalten. Herr Frohwin. Ja? Die brauchen da noch Rotwein. Aha, was gab's denn eigentlich zum Hauptgang? Stimmvieh. Bitte? Stimmvieh. Von beiden Seiten bekloppt, in die Pfanne gehauen und dann lange schmoren lassen. Aha, hier, bitte. Nein, jetzt sind Sie mal dran. Die Stimmung da drinnen wird immer ausgelassener. Frau Merkel hat sogar einen Witz erzählt. Gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wollen Sie... Hat sie Macht. Was ist eine französische Verabschiedung? Man geht, ohne sich zu verabschieden. Was ist eine englische Verabschiedung? Man verabschiedet sich, ohne zu gehen. Herr Böck! Herr Böck, ich brauche schon Nachschub. Ja, wir haben nur noch zwei von den Roten. Was?
Naja. Ja, aber das, davon werden die doch nicht blau. Obwohl, sie sind schon alle am Grinsen. Ich habe eine Idee. Können Sie mir eigentlich mal sagen, warum Politiker auf Wahlplakaten immer grinsen? Weil sie schon vorher wissen, dass sie gewählt werden. Aha. Sagen Sie mal, was werden denn Sie dann eigentlich wählen? Entschuldigen Sie, die Wahlen sind geheim. Dann flüstern Sie es mir ins Ohr. Wem geben Sie denn Ihre Stimme? Ist doch egal, bei den Wahlen kommt sowieso nichts raus. Naja, deswegen sind Sie ja geheim. Geheim heißt, es darf nichts rauskommen. Jetzt gibt's Rosé. Oh, vor wen? Immer jetzt, ey, ganz ehrlich, wir müssen bei der Europawahl Politiker wählen, die keine Sau kennt. Wegen der Wahlverdrossenheit der Bürger in der EU hat man schon überlegt, ob man die Europawahlen nicht über eBay laufen lassen soll. In der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gibt es schon ein Pilotprojekt. Daher kommt ja auch der Werbeslogan von eBay 321 Mainz. Also wer in Geografie aufgepasst hat, ist jetzt im Vorteil. Bei Ihnen, auf Ihren Landkarten ist Deutschland noch geteilt, nicht? In Fürstentümer wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, stellen Sie mal vor, da kann man Politiker sich ersteigern. Demnächst vielleicht mieten oder leasen oder rubbeln. Gut, bevor ich Andrea Nahles rubbeln muss, da werden die Wahlen abgeschafft. Obwohl, was wird dann aus der Demokratie? Demokratie ohne Wahlen gibt es nicht. Aber wie ich aus 40 Jahren DDR weiß, gibt es auch Wahlen ohne Demokratie. Die Stimmung da drin wird immer prickelnder. Ja? Die Österreicher, die verlangen jetzt schon Krimsekt. Ja, wir haben nur Rotmützchen. Ja. Dann sagen Sie, Frau Merkel, dass... Frau Merkel, also sagen Sie den da drinnen, ich komme schon, die hat ja nur Witze erzählt. Sagen Sie den da drin, dass Frau Merkel seit der Besatzung, der russischen Besatzung von der Krim, wir diesen Krimsekt, diesen Krimskorje boykottieren. Ja, das habe ich ihr ja schon gesagt. Ja? Aber die FPÖ, hier als Freunde der Krim, die bestehen auf dieser Russenbrause. Und jetzt droht Frau Merkel tatsächlich noch einen Witz zu erzählen. Ja, das sollen die Ösis aber nicht riskieren. Naja, ich sag's Ihnen. Ja. Sagen Sie Ihnen aber auch, dass die Ukraine das erste Land ist, das einen Komiker zum Regierungschef gewählt hat. Obwohl, wenn ich mir das recht überlege, vielleicht die Demokratien so anschauen. Nee. Ich warte ja immer noch auf den Tag, wo Angela Merkel um die Ecke kommt, nimmt die Perücke ab, dann ist es doch Harpe Kerkeling. Da würde ich mir aber... Dann würde ich mich, Frau Freude, auf eine heiße Herdplatte setzen. Ja, Demokratie muss auch mal wehtun. Und deshalb schlage ich ja vor, man muss Falschwähler bestrafen. Also diejenigen, die bei der Partei mit der Steuersenkungslüge ihr Kreuz gemacht haben, müssen das dann nach der Wahl durch ein monatlich zu errichtendes Bußgeld wieder eintauschen. So. Herr Böck, träumen Sie wieder vom Zwangsumtausch? Seit der Steuerlüge 1990 heißt das Solidaritätszuschlag. Ja, aber der trifft ja uns alle. Ja, das ist ja die Ungerechtigkeit. Und deshalb werde ich auch noch eine Wähler-Sünder-Kartei einrichten. Was? Da habe ich demnächst in Flensburg nicht nur Punkte, sondern auch noch Kreuze? Ja, und wenn Sie drei falsche Kreuze gemacht haben, dann müssen Sie zum Idiotentest, nämlich dann sind die Wahlscheinflappen weg. Ach, wissen Sie, was ich dann werde? Nicht-Wähler. Nee, Politesse. Was? Ja, dann verstecke ich mich in deiner Wahlkabine und wenn dann der Falschwähler rauskommt, dann springe ich vor und klebe ihm einer an die Scheibe. Jetzt grinsen Sie wie so ein Politiker auf dem Wahlplakat. Ja, stell mir das gerade vor, wie das aussehe. Die halbe Republik mit Strafzettel an und schwirrt. Naja, eben. Das ist doch traurig. Ich meine, dabei ist das Wählen doch das höchste Gut, was wir als Staatsbürger haben. Aber die Bürger sagen, es geht nur ums EU-Parlament. Das ist ja das Schlimme. Es geht um Europa. Außerdem muss man auch diesem EU-Parlament den Rücken stärken, damit die den Schutz der demokratischen Grundrechte durchsetzen können. Nee, damit die noch besser hirnrissige Verordnungen erlassen können. Mecklenburg-Vorpommern muss auf Druck der EU eine Seilbahnverordnung erlassen. Und dann hat man eine EU-Richtlinie für die Größe von Kondomen. Ich will ja nicht sagen für die, aber nein. Und dann gibt's noch eine, Gurkenverordnung. Oh. Da will man die Krümmung der Gurke festlegen. Apropos Gurke, Jean-Claude Juncker braucht seinen kleinen Feigling.
Ja. Da warte ich ja jetzt schon die ganze Zeit drauf. Diese EU-Gurke, die musste ja kommen. Meine Güte, seit Jahren muss diese bescheuerte Salatgurke herhalten als Beispiel für den Regelungswahn der EU-Beamten. Leute, diese Verordnung wurde schon 2009 gekippt. Und wer wollte denn die Verordnung damals? Die EU? Nein, deutsche Großhändler. Und wer will die Verordnung bis heute? Deutsche Discounter, weil die gerade Gurken besser verpacken können. Also bitte, wer jetzt immer noch diese EU-Gurken-Story erzählt, um die EU schlecht zu machen, der hat mehr Wasser im Kopf, als eine einzige holländische Salatgurke speichern kann. Herr Freund, das habe ich gehört. Ja. Ich sage immer, lieber Wasser im Kopf als ein Wasserkopf in Brüssel. Außerdem, nach dem Mauerfall war die Gurke meine erste Banane. Und die lasse ich mir von der EU nicht krumm machen. Ja, ja, aber Herr Bölge, ich meine, die EU, die ist das nun wirklich viel mehr als diese bescheuerte Gurke. Schauen Sie mal, welche Freiheit Sie heute haben. Sie können überall einfach so reinfahren, nach Österreich, nach Frankreich, nach Polen. Ja, das konnte Hitler auch. Ja, aber Sie brauchen heute keinen Panzer mehr. Na, mal ganz ehrlich, wo auf diesem komplett beknackten Planeten haben Sie eine solche Vielfalt und solche Möglichkeiten? Ich sag's Ihnen, nirgendwo. Und was ist das Gegenteil von Vielfalt? Einfalt. Nationalismus, Protektionismus, Idiotismus. Herr Profi. Was denn jetzt? Die da drinnen fangen langsam an zu lallen. Ach. Lallen. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja. Die Skandinavier haben sie schon unter den Tisch gesoffen. Na, das geht ja rein physikalisch gar nicht. Ein Finne wird ab 3 Promille nüchtern. Und dann prügeln sie sich, der Orban, mit diesem von der CSU. Und der hat sich dann noch den Sozi Timmermann dazugeholt. Und jetzt haben sie eine große Kollaboration. Und die prügelt die Merkel mit? Natürlich, sie schlägt mit. Echt? Ja, sich vor Freude auf die Schenkel. Und um die ganze Situation zu entspannen, hat sie einen Putin-Witz erzählen wollen. Sie wollte einen Putin-Witz erzählen, aber Macron stahl ihn grad. Wollen Sie den Witz mal hören? Nein. Ich mache ihn trotzdem. Also, die Frau von Putin sagt zu ihrem Wladimir, Wladimir, wir machen es heute Nacht mal französisch. Da sagt Putin, geil, ich zieh mir eine gelbe Weste an und schlag alles kurz und klein. Und den Witz hat Macron erzählt. Ja. Herr Bölk, Sie sollen den Wein servieren und nicht selber trinken. Ich habe nicht getrunken, keinen Bissen. Gut, ich habe vielleicht Restalkohol. Ich war ja bis gestern, das wissen Sie, zum internationalen Pförtner-Symposium in Moskau. Und jeden Abend floss da der Wodka in Strömen. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt serviere ich Theresa May englischen Wein. Englischen? Igitt, igitt. Ja, ja, aber er passt zu ihr. Der ist auch schlecht im Abgang. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, vor Moskau, richtig. Da. Ja, da kommen die Deutschen immer zu stehen. Pförtner-Symposium. Jedenfalls gestern Abend war der Wodka alle. Da sagte Kolja, das ist der Pförtner von Putin, der sagte, wir haben im Keller, im Kreml-Keller, Tavadischböck, das ist kein Problem, wir haben da noch aus kommunistischen Zeiten Raketentreibstoff. Das ist reiner Alkohol. Wir haben zugelangt, ein bisschen Sirup rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heute Mittag saß ich mit so einem Kopf, mit so einem Kopf im Kanzleramt, rief mich Kolja an und hat gesagt, sag mal, warst du schon auf Toilette? Ich sage, nein, mach's nicht, ich rufe aus Tokio an. Und dann, mir war nicht zu lachen zumute. Ja, und dann fragte mich Kolja noch, warum darf Russland einfach nicht an der europäischen Tafel mitsitzen, wenigstens am Beistelltisch. Und da habe ich gesagt, das würde Putin nie wollen. Wie sieht das aus und wie hört sich das an? Der russische Bär am Katzentisch. Außerdem finde ich, wir Vereinigte Deutsche haben ja im Verhältnis zu Russland sind wir eine gespaltene Nation, muss man sagen. Nicht die Westdeutschen haben sich nach 45 amüsiert und wir Ossis, wir waren 40 Jahre lang Ivan Deluxe. Dann kam der Mauerfall, der Russe ist raus, der Ami ist geblieben und die Westdeutschen haben immer noch Angst vor dem Russen. Ach, der Russe steht vor der Tür. Da sag ich, warum nicht? Die gehört ihm doch schon. Und der Ostdeutsche, der,
der traut dem Ami nicht mehr über den Weg. Dabei gehen USA und Europa, seit dieser Trampelmann da einer Regierung ist in USA, nicht da trauen, wirklich, da gehen Europa schon längst und USA getrennte Wege. Und Donald Trump hat ja, soll getwittert haben, im Verhältnis zu Europa stünde die USA am Scheideweg. Das glaube ich nicht. Das ist, wie heißt das hier? Fake ist das. Nicht, der würde nie sagen, der Trump Scheideweg, der ist ja ein Mann. Dann ist es eine Sackgasse. Nicht? Und da der. Das ist übrigens nicht geschlechterneutral, das heißt untenrum Gasse. Und da der ja immer irgendwie auf Droge zu sein scheint, dann ist es dann ein Highway. Wissen Sie, das oberste außenpolitische Ziel der USA ist es, seit 100 Jahren die Kontinentalmächte Deutschland und Russland auseinander zu dividieren und sie, wenn es irgend geht, aufeinander zu hetzen. Na, Herr Bölk, zitieren Sie wieder Karl Eduard von Schnitzler vom Schwarzen Kanal. Nein, das können Sie alles bei YouTube nachlesen. Den Schnitzler? Nein, den Friedmann. Der hat das gesagt in Boston vor 2000 Menschen, 2000 Journalisten. Ach Quatsch, so viele Zuschauer hat N24 gar nicht. Ach, nicht doch der Michel Friedman, der Georges Friedman. Das ist einer der einflussreichsten Berater für Außenpolitik in den USA. Ja, ja, aber er berät nicht diesen Handelskriegtreiber Trump. Na, aber offensichtlich ist sein Geist in Trump gefahren. Nein, ganz bestimmt nicht. Der Trump ist Hohlraum versiegelt. Aber warum, Herr Frohwind, droht dann dieser Stroh-im-und-auf-dem-Kopf-Präsident immer noch mit Handelskrieg, seinen europäischen Verbündeten mit Handelskrieg? Die Konzernchefs der Automobilkonzerne in Deutschland mussten extra, sie sahen sich genötigt, in die USA zu düsen und dann auf ihrer eigenen Schleimspur im Weißen Haus auszurutschen. Seitdem haben die Konzernchefs von VW und Daimler ihren Spitznamen weg, Trumps Karrenbauer. Und warum? Und warum? Warum kündigt dieser Trump einseitig das Abrüstungsabkommen mit Russland, ohne uns europäische Verbündete zu informieren? Obwohl oder gerade weil er weiß, dass im Ernstfall uns hier die atomaren Klein- und Mittelstreckenraketen um die Ohren fliegen werden. So sieht's doch aus. Aber bitte, jetzt unterschlagen Sie aber eins, Herr Bölk. Ja? Die Russen, die haben am Ende des Zweiten Weltkriegs Ostdeutschland leergeräumt. Ja. Die USA haben dem Westen den Marshallplan gebracht. Ja, aber das gibt ihnen noch lange nicht das Recht, jetzt mit dem Marshallstab zu drohen. Der Putin hat damals 2001 im Deutschen Bundestag in einer ganz berühmten Rede die Tür nach Russland für die Deutschen aufgetan. Und was haben die Deutschen gemacht? Die haben ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Hätten die nicht wenigstens mal einen Fuß in die Tür stellen können? Na ja, aber der Putin, der hat sich doch einen deutschen Türsteher gekauft. Gerhard Schröder-Kim. Herr Frohwind, Sie glauben immer noch, diese Nord Stream 2 ist keine Erdgasleitung. Da kommt gar kein Gas durch. Das ist ein Tunnel, da kommt der Russe durch. Nein! Nicht? Nein! Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass man das eine tun kann, ohne das andere lassen zu müssen. Klar, Russland ist das größte Land Europas und die stärkste Militärmacht in Europa. Ich glaube einfach, dass es Frieden natürlich nicht ohne Russland gibt, aber auch nicht ohne die USA. Egal, ob nun die Präsidenten Trump oder Putin heißen. Sie meinen, Frieden schaffen ohne diese Affen? Ja. Ich möchte einfach nicht diesen halbnackten Möchtegern-Terminator mit einer barbusigen Merkel durch die Uckermark reiten sehen. Aber auch keinen halbwissenden Legasthen America First-Hysteriker durch die Lüneburger Heide trampeln sehen. Ja. Wissen Sie, meine Lebensabschnittsgefährliche sagt immer, die müsste man alle auf den Mond schießen. Ja, das ist auch eine schöne Idee. Nur weil leider wird das nicht klappen. Da will ja schon der Chinese hin. Deshalb will Trump da nicht hin. Und wie wir seit Lesch Kosmos wissen, will er ja sogar auf der Sonne landen. Bitte? Aber das ist doch ein bisschen heiß. Dafür hat Trump schon eine Lösung. Er landet nachts. Robin, ja, bitte? Robin, wir haben ein Problem mit dem Antrieb, also besser mit der Antriebslosigkeit. Der Kaffee fehlt. Dringend den Kaffee servieren. Der meute auch noch Koffein, da werden die doch wieder wach. Na, schütten wir ein bisschen Baldrian rein. Baldrian und Kaffee. Ein beruhigender Antagonismus.
Aber Europa lebt ja im Spannungsfeld zwischen Ecstasy und Rohypnol. Ja, aber entschuldigen, wer sind Sie eigentlich? Ich bin der medizinische Betreuer dieser Veranstaltung. Der Irrenarzt. Ja, wenn Sie so wollen. Das sind alles meine Patienten. Ja gut, dann lassen wir den Kaffee besser weg. Ja, und schmeißen eine Runde K.O.-Tropfen. Ja. Es sind natürlich nur die leichten Fälle. Europäer. Weltweit haben wir mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Medizinisch. Wladimir Putin. Es geht ihm gar nicht gut. Er hat einen Tumor, der muss raus, er passt nicht zu ihm, er ist gutartig. Trump hingegen ist bösartig. Dann hat Spliss. Spliss macht Männer bösartig. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren hat Spliss. Nicht nur in der Persönlichkeit. Man stellt sich das vor. Der Trump, oder heißt es das? Ich glaube, der Hulk, aber das Trump. Man sagt ja auch, das Eumel. Ich tue mich schwer, das auch als Mediziner jetzt noch zu begreifen. Wir geben uns eine Mühe hier in Europa mit Parité, Frauenquote. Die Amis wählen den Räuber Fotzenprotz. Natürlich, man möchte es bestreiten, Männer denken mit dem Schwanz, aber womit denkt dann Trump? Mit dem Steißbein? Verfolgen Sie seine Reden? Mich schon. Das ist pathologisch. Und Sie wissen ja schon, Frank Zappa hat 1979 ein Lied über Trump geschrieben. Hey there, people, I'm Donald Trump. They say ich bin im Kopf sehr krank. My dick is big, my hair is shiny. Tell all the girls they can kiss my honey. Bum, 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 bum. Women's liberation came creeping all across the nation. I'll tell you, people, I grabbed any pussy. I fucked them all, even Stoiber's mushy. Oh, God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And my name is Donald Trump. Watch me now. I'm on the jump, and my name is Donald Trump. Watch me now. I'm on the jump. No, I'm not on the jump. I will stay president of the United States of America forever, I swear, forever. Anything else is fake news. Yeah. Donald ist eine Ente, aber keine Falschmeldung. Dieser Mann wurde gewählt, nicht erschossen. Gut, das würde ich natürlich auch nicht gutheißen, aber da ging zumindest was durch den Kopf, was wir alle nachvollziehen konnten. Aber er wurde gewählt. Von wem? Von den Frauen. Ja, liebe Mädels, guckt mich so genannt. Ihr wart's. Warum? 56% aller Frauen haben Trump gewählt. Women for Trump, das ist sowas wie Gänse für Weihnachten. Katzen für Alf. Oder Juden in der AfD, das verstehe ich auch, wer will. Frösche reisen nicht nach Frankreich. Schon weil sie das Essen dann nicht so gut vertragen. Was ist los mit dieser Welt? Wahn ist der neue Sinn, liebe Freunde. Was passiert als nächstes? Schlägst die Zeitung auf, ne? Freiheitsstatue auf der Flucht erschossen. Yin und Yang endgültig getrennt. Sorgerecht für Kim Jong-un weiter ungeklärt. Melania stellt ihn ab. Neue PISA-Studie beweist, der Turm ist gerade. Die Welt ist schief. Theresa May wird Miss Juni, aber erst im September und das nächstes Jahr. Juli C. ist jetzt August Finger. Friedrich Merz war ein Aprilschatz, im Dezember, scheiß Timing, das ist typisch. Umdenken auch in der katholischen Kirche. Bischofskonferenz erstmals mit Krabbelgruppe. Nur für den Eigenbedarf natürlich. Man muss dankbar sein, Freunde.
Der Digitalpakt kommt jetzt auch an Waldorfschulen. Da gibt es ein neues Pflichtfach, Algorithmie. Da tanzen die Kinder ihre Grundeinstellung. Die SPD wüsste gar nicht, was sie da tanzen sollte. Die SPD hat ihre Einstellung längst eingestellt bei Instagram. Auf Tinder postet die SPD eifrig, Partei sucht Volk. Aber welches Volk will schon eine Nacht mit Andrea Nahles verbringen? Badgy Bitch. Manchmal komme ich mir vor wie dieser kleine Maulwurf, der eines Morgens aufwacht und sich fragt, wer hat mir da ins Gehirn geschissen? Oder wie man heute sagt, bitte Code eingeben. Und wer hat den Code eingegeben? War es Gott? Ich glaube nicht an Gott, aber könnte es trotzdem gewesen sein. Allerdings mag ich ihn nicht. Ich finde ihn pädagogisch fragwürdig. Egal, was dein Kind so anstellt, so lässt es nicht hängen. Andererseits, es hat einen didaktischen Charme. Das mit den Kreuzen, nicht nur bei Wahlen natürlich, auch in Klassenzimmern. Wenn mein Sohn keinen Bock auf Schule hat, dann verweise ich stets auf Jesus. Gucke mal. Das passiert, wenn man sich zu sehr auf seinen Papa verlässt. Lasst euch nicht festnageln. Tschüss. Das ist doch unfassbar, was da drin los ist. Das habe ich ja noch nie erlebt. Die Merkel hat sich tatsächlich auf einen Thron setzen lassen. Und dann musste Theresa May da vor ihr auf den Boden kriechen, wie die thailändische Königin bei der Krönung ihres Mannes. Und der Macron mit Schellenkappe wie der Hofner hat dann Goldmünzen auf die osteuropäischen Sklaven geworfen. Genau, und hat immer geschrien, ich scheiß euch zu mit meinem Gold. Die sind doch alle komplett irre da drin. Vollkommen. Herr Birk, die können wir doch so nicht mehr frei rumlaufen lassen. Deshalb habe ich sie auch weggesperrt. Was haben Sie gemacht? Ich habe sie weggesperrt. Sie haben alle europäischen Regierungsgeschäfte da drin eingeschlossen? Ja, natürlich. Sagt man doch, der Pförtner hat die Schlüsselposition im Staat. Aber hören Sie mal, die alle mal auf einen Haufen eingeschlossen? Ja. Das ist gar keine schlechte Idee. Da fällt mir eine Parabel von Schopenhauer ein. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe beieinander, um sich durch das gegenseitige Erwärmen vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch empfanden sie bald die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Als nun das Bedürfnis nach Wärme sie wieder näher zusammentrieb, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Ja, und da erlässt die EU sofort eine Norm, wie lang und wie spitz die Stacheln sein dürfen. Oh, Herr Vorwied, wissen Sie was? Ich schließe wieder auf. Wieso das denn? Na, wegsperren hat noch niemand geläutert. Ich halte es mit Erhard, nicht mit Ihrem Ludwig Erhard, der heißt ja nicht Vorwied, sondern mit Heinz Erhard. Der hat gesagt, Frieden in Europa. Hoffentlich wird es keinen Zaun mehr geben, von dem man einen Streit brechen kann. Ha! Also ist schon Schluss mit der geschlossenen Gesellschaft. Obwohl, wahrscheinlich hat Herr Bölk recht. In 8 Tagen sind Europawahlen. Also, meine Damen und Herren, gehen Sie wählen, kriegen Sie Ihren Arsch hoch. Sonst lernen wir aus diesen Wahlen wieder nur, dass wir aus den letzten Wahlen nichts gelernt haben. Und Herr Bölk, was wird aus Europa? Der Ausgang ist offen. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Pforte D. Unsere Gäste waren heute Lisa Eckert und Thomas Reis. Den nächsten Treffen Kanzleramt sehen Sie am 8. Juni um 22.30 Uhr hier im NDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dran, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.